Schaut man sich auf der Restore of Land Webseite um, dann findet man zahlreiche GeoCities Homepages, die zuletzt 1998 oder 1999 aktualisiert wurden. Und trotz der damals eingeschränkten technischen Möglichkeiten bieten diese Seiten neben Infos in Textform auch Screenshots aus Filmen, Serien und Konsolenspielen an. Diese Seite zum Film Bandits, die zuletzt im November 99 aktualisiert wurde, zeigt zum Beispiel diese Einzelbilder. Diese Pokémon-Fanseite, die zuletzt im Oktober 99 aktualisiert wurde, bietet Bilder aus der Serie und aus dem Gameboy-Spiel. Habt ihr euch im Hinblick auf solche Fanwebseiten schon mal gefragt, wie sich Ende der 90er Jahre Bilder vom Fernsehinhalten, Videokassetten, Konsolenspielen und dergleichen auf Webseiten einbauen ließen? Sicherlich gab es verschiedene komplizierte Möglichkeiten, um das Fernsehbild auf dem Computer nutzbar zu machen. Etwa das Abfotografieren des Fernsehbildschirms sowie das Einscannen der später entwickelten Bilder. Oder die Nutzung einer der damals noch recht teuren Digitalkameras, sodass man nicht auf die entwickelten Bilder warten und auch nichts einscannen musste. Diese Methode hatte zudem den Vorteil, dass mögliche Aufnahmefehler direkt sichtbar wurden und durch Neuaufnahmen korrigiert werden konnten. Weiterhin wäre es sicher möglich gewesen, durch verschiedene Kabel, Stecker und Adapter das Signal des Videorekorders der PlayStation oder der N64 auf die Videokarte des PCs bzw. als Zwischenschritt als eingehendes Video auf einem Camcorder zu übertragen. Aber all das wäre extrem umständlich und teuer gewesen. Zudem hätte man sich sehr gut mit den einzelnen Komponenten auskennen müssen. Um eine etwas einfachere, wenn auch nicht unbedingt billigere Lösung zu bieten, brachte Sony im Jahr 1998 das MaviCap-Gerät auf den Markt. Dessen Name steht für Magnetic Movie Capture und wurde extra dafür gemacht, Screenshots von VHS-Kassetten auf eine Diskette zu speichern. Diese konnte dann einfach in das Diskettenlaufwerk des PCs geschoben und ausgelesen werden. Spezielle Software wurde dazu nicht benötigt. Das Sony MaviCap konnte direkt mit dem Fernseher, aber auch mit einem Videorekorder, einer Spielekonsole sowie mit Videokameras, die über passende Videoausgänge verfügten, verbunden werden. Das Modell mit eingebauten LCD-Bildschirm war bei der Aufnahme von Screenshots besonders hilfreich, weil man direkt zur gewünschten Aufnahmestelle das Bild überprüfen und dann die Aufnahme auslösen konnte. Je nach Bildeinstellung konnten verschieden viele Bilder auf der Diskette, die 1,44 MB fasste, gespeichert werden. Ein nicht komprimiertes Bitmap nahm dabei als Einzelbild den kompletten Speicherplatz ein. In der sogenannten Feineinstellung konnten 10 bis 15 JPEGs abgelegt und in der Standardeinstellung 30 bis 40 Bilder gespeichert werden, ebenfalls im JPEG-Format. Aber auch wenn man mehr Bilder speichern konnte, etwa monochromatische Screenshots mit weniger Bildinformationen als extrem bunte Bilder, so war bei maximal 55 Stück Schluss. Dann wurde der Hinweis Disk Full auf dem Display angezeigt. In der Anleitung zum Gerät, welches Sony immer noch über die hauseigene Webseite anbietet, befinden sich neben Hinweisen zu den Bildformaten auch Angaben zur Nutzung auf dem Computer. So wurde etwa aufgezeigt, dass auf einem PC mindestens die Betriebssysteme Windows 3.1 oder Windows 95 nötig sind. Das Sony MaviCap kam wohl noch vor der Veröffentlichung von Windows 98 auf den Markt. Wenn ihr neugierig auf das Gerät geworden seid, dann kann ich euch neben der Bedienungsanleitung auf der Sony-Webseite auch das Video auf dem Kanal KepoExe Old empfehlen. Der Kanal wird zwar nicht mehr aktiv gepflegt, bietet aber einiges an Retro-Inhalten an, die bis vor 2 Jahren hochgeladen wurden. Der Ersteller veröffentlicht neue Videos seither auf einem anderen Kanal. Das Video zum Sony MaviCap bietet einen umfangreichen Einblick sowie einen Hands-on mit einem Test verschiedener Videoquellen, darunter auch eine PlayStation. Alle nötigen Links für euren eigenen Ausflug in die Welt der Fernsehvideo- und Konsolenscreenshots der späten 90er findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, tschüss!